Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online mit der Nito unterwegs. Ja, wir haben zwei Quests zum Abgeben. Eine davon würde ich gerne jetzt abgeben. Oder war sah das? Nee, doch zwei tatsächlich. Die gute, die tägliche noch. Ist aber egal. Oh, Dankeschön. Danke. Das war der Duke wahrscheinlich. Ja, hier läuft er rum. Der hier fleißig Pilze sammelt. Ja, wir sammeln auch Pilze, allerdings die Königspilze. Deshalb kommen wir uns hier nicht in die Quere. Und er hat mich derutilisiert. Das ist doch lieb. So. So, okay. Wir machen mal hier und da. Und sammeln weiter Pilze. Ja, ich glaube, anhand des Fortschritts der letzten Folge könnten wir vielleicht dieses Mal ein Level abschaffen, diese Folge. Wenn nicht, wird es auf jeden Fall arg knapp werden. So, gucken wir mal. Ich gebe mir jedenfalls Mühe. Heißt natürlich, ich sollte nach Möglichkeit nicht sterben. Auch dafür gebe ich mir Mühe. Man weiß aber nie. So. Flum, flum. Okay. Vier von vielen. So. Kommt ihr mal mit. Put, put, put. Die anderen beiden stehen auch da vorne. Das ist soweit ganz okay. Los, Elfe, lass heiraten. Schreit Dark Chaos oder Dark Chaos. Ich kann das nie aussprechen, keine Ahnung. Ja, dann, ja, heiratet mal. Wer macht mit Turm? Hättest du das nicht vor einer halben Stunde schreiben können, dann hätte ich gesagt, jo. Oder vor einer Viertelstunde besser gesagt, oder also Anfang der ersten Folge. Dann wäre ich sofort mit reingegangen. Jetzt, wie gesagt, dann schaffe ich die Folge zeitlich nicht. Jetzt geht's leider nicht. Sorry. Aber wäre auch interessant gewesen, mit der Niete mal in den Turm zu gehen. Allerdings, allein ist auch doof. Also Gwendolyn, sorry, geht leider nicht. Wäre gern dabei gewesen. So, Königspilze machen wir trotzdem weiter, weil ich es kann. Und hüpf. Bums, da ist der Duke wieder. So. Und du auch. So, wunderbar. Normal. Danke. So. Ja, man muss ja nett sein, ne? Los, Elfe, Uriel wartet. Da ist einer wirklich geil aus Heiraten. Ich hoffe, dass es nur ums Heiraten geht und nicht um die Hochzeitsnacht. Ja, ja. So, aber andererseits, na gut, das ist ja dann auch jedem selber überlassen. Solange er dann hinterher treu ist bei einer Hochzeit, ist ja alles gut. So, und hüpf. Bumm. Okay, das wäre 15. Ja, sehr schön. Juhu. Bald haben wir schon wieder die nächste Quest fertig. 68% haben wir, fast 70. Wir müssen die nur dreimal abschließen. Aha, aha. 17, noch zwei. Ich gehe mal hier hinter. So, holen wir gleich mal die zwei da. Denn, sobald wir die haben und abgegeben haben, kann ich logischerweise die nächsten angehen. So. Ich freue mich. Bin schon gespannt auf Level 77. Mal gucken. Wird genauso wie Level 76 sein, nur anders. Merkwürdig. So. Gedächtnisverlust. Ich nehme natürlich wieder die U-Rolle. Jo. Und weiter geht's. Hier habe ich immer noch nichts geskillt. Leute, ich brauche mal eure Hilfe. Wofür soll ich die Punkte ausgeben? Ich habe ehrlich gesagt gerade keinen blassen Dunst. Ja, OE habe ich geskillt. Die Lichtdito wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Allerdings würde ich das ungern wollen. Den Schlag natürlich. Ansonsten bräuchte ich mal eure Hilfe. Wo würde oder wie würdet ihr so eine Niete hier skillen? Ja. Vorrangig halt Einzelkämpfer, das heißt, heilen ist nicht unbedingt im Fokus. Wenn Punkte übrig bleiben und sich das absolut lohnt, nehme ich das auch gerne mit. So, müssen wir gucken. Ansonsten mache ich das halt nach Gefühl, wie immer. So. Blim, blim. Wobei mein Gefühl auch manchmal trügen kann, wie immer halt. Wie immer, immer. 75%, okay. Das heißt 68, 75, ja, ein paar Prozent haben wir auf jeden Fall geschafft, aber es könnte eng werden fürs Ab. Ja, wahrscheinlich wird es nichts, weil die letzte Folge war ja auch 20 Minuten. Ich habe nicht vor, die hier wieder auf 20 Minuten auszuweiten. Das reicht einmal pro Woche. Ja, obwohl, ja, werden wir sehen, werden wir sehen. Ich muss ja eh noch die letzte Folge eben rendern und rechtzeitig hochladen, damit die gestern hochgeladen ist. Und ihr die gestern pünktlich um 15 Uhr, ich wiederhole es nochmal, 15 Uhr, denn der Termin hat sich verschoben, inklusive allem anderen, also alles andere 16 Uhr. Und Fiesta eben 15 Uhr. Ja,
damit ihr auch pünktlich hochkommt. So, flumm. Und du auch. Lütsch. Sehr schön. So, 9 von 20. Das heißt, warte mal, 68 macht 7% pro Level. 7% heißt, wir sind bei 75. Das heißt, wir müssen noch zweimal und es würde trotzdem nicht reichen. Mist! Also, nein, das glaube ich nicht, dass wir das schaffen in dieser Folge. Traurig, traurig. Aber nichts zu ändern. So, 12 von 20. Aber macht nichts. Dann haben wir es in der nächsten, oder Ende der nächsten Folge dann. Das Löffel ab. Sollte ja nicht das Problem sein. Wupp. Blim, blim. Blim, blim. So. 14 von 20. Hier unten nehmen wir uns die Viere wieder mit. Kommt mit, ihr Pilze. Ich hau euch jetzt tot. Denn wer tot ist, frisst kein Brot. Ist mir gerade so eingefallen und war nicht das Beste, was ich jemals gebracht habe an Melodien. Gib's ja zu. Aber immerhin. So. Guck, hier sieht man vorne sogar hier über an der Hand des Schlitzes, dass der oder an der Hand der Narben, der Vernarbung, der Pilze, dass der liebe, dass die liebe Niete hier immer auf dieselben Stellen haut. Und das kann. Die kann sogar, oder Niete hier kann sogar in der Zeit versetzt sozusagen zuhauen. Was bedeutet, dass diese Pilze jetzt automatisch schon vorne die Schlitzchen haben. Ja, weil sie in Wirklichkeit schon gehauen wurden. Es nur noch nicht wissen. Haha. Temporale Kausalitäten. Haha. So. L. Belohnung. Gedächtnisverlust. Aha. Jo. Okay. Es fehlen 83%. Nee, das, wie gesagt, wir schaffen es definitiv nicht in noch zwei Runden. Und ich glaube nicht, dass wir drei Runden noch schaffen. Ich bin mir nicht sicher. Aber ja, wir werden es auf jeden Fall versuchen. Selbstverständlich. Wobei wir jetzt schon zwei Runden weg haben. Und nur doch Hälfte der Zeit. Also wir werden keine drei Runden schaffen. Bin ich mir ziemlich sicher. Es sei denn, ich würde halt noch ein bisschen beschleunigen. Das andererseits ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ich es nicht mache. Weil dann kann ich das Anfang der nächsten Folge machen. Weiß auch gleich, wo ich hin wollte. So. Sonst vergesse ich das vielleicht wieder. Muss ja auch nicht sein. Was sagt hier die Quest in 3? Ich habe davon geguckt. Leck und die Vergesslichkeit. So, die stehen jetzt heute aber sehr weit drüben hier. Kommt mal mit, ihr Pilzis. Und hüpf. Aha. Weiter geht's. Königspilzsporen kamen mir zu Ohren. Sie sollen helfen bei irgendwas. So und flumm. So, Bestienkämpferschweife nehme ich sehr gerne mit, weil man die für diverse Rollen braucht und die kriegt man halt nicht gekauft. Das ist ein bisschen ärgerlich. Alle anderen Sachen kriegt man gekauft. Außer da halt natürlich die Sachen, die man halt so abbauen muss, aber die man, an die man jederzeit rankommt. Aber die Bestienkämpferschweife, nee, die kriegst du nirgends. Oder halt das, was es davor gab und sowas. Und das finde ich ärgerlich, da haben sie ein bisschen, das haben sie vergessen wahrscheinlich bestimmt, beim Shop befüllen. Anders kann ich mir das fast nicht vorstellen. Weil, warum soll es alles andere geben? Alle anderen, sagen wir mal, Drop-Items von Mobs, alle anderen Mob-Drops gibt es zu kaufen. Aber die Bestienkämpferschweife eben nicht. Arg ärgerlich. Aber ein Grund mehr, warum ich hier diese Möpse haue, wie nichts Gutes. Wegen den Bestienkämpferschweifen und so. Auch wenn die, glaube ich, nur von den Orks kommen und nicht von den Pilzen, aber das macht ja nichts. So. Flumm und Flamm. Blim, blim. Blim, blim. Blim, blim. Nochmal blim, blim. Blim, blim. Blim, blim. Okay. So, 5 noch. Und dann hätten wir wieder eine Runde voll. Dann brauchen wir noch 2. Also, wir werden es wahrscheinlich kurz... Wir werden noch 3 brauchen wir insgesamt halt noch 3-mal abgeben. Wir werden aber nur noch 2-mal abgeben schaffen. Bin ich mir ziemlich sicher. So. Naja, ist nicht so wild. Gibt Schlimmeres im Leben. Ich habe es ja schon erwähnt. Das hat den Vorteil, dass ich mich wenigstens dran erinnere. So. Ja, schnell mal gebufft. Auch wenn man es manchmal nicht sieht. Ich versuche das eigentlich häufig genug zu machen. Ja. Blim. Aua. Gestunt.
er das Gute hat, dann müsste die AOE wieder da sein. Vorausgesetzt. Erst dann hört man auf. Ist gut hier? Dankeschön. Da will nichts wahr sein hier. Da war's dann. So. Flumm. 20 von 20 Spuren. Schnell abgeben. Gedächtnisverlust wiederholbar. Und so und so und jo. Achso, ist ja schon. Okay. Auf jeden Fall alle Bällchen leuchten. Wobei wir haben 91% reicht nicht. Wenn wir, wenn ich richtig gerechnet habe und wir 7% bekommen, heißt das, wir werden kurz vor knapp aufhören. Aber das macht nichts. Level 67 ist auf jeden Fall stark und sehr stark in Reichweite. Ich freue mich. So. Königspilze, Königspilze, Königspilze. Ja. Und hier auch. Bum, bum. Wupp. Sehr schön. 4 von 20. Mal schauen, mal schauen. Ja, wie gesagt, diese. Ich wollte mich gerade beeilen, von wegen hier. Kommt, dann schaffen wir diese, dieses Abgeben noch. Aber das schaffen wir ja sowieso noch. Das hatte ich ja gesagt. Naja, was soll's. Und hüpf. Ah, der Wettlauf um Level 76 hat begonnen. Ja, wer wird es eher schaffen? Der Black, also die Nito, oder die Folge? Die Folge wahrscheinlich. So. Yep. Aber es wird definitiv nicht mehr viel fehlen zum nächsten Löffel ab. Das ist das Wichtige daran. Hier unten. Haben wir die nächsten vier. Kommt mit, ihr Pilzileien. Ich hau dir eine rein. Schade, dass ich das Ding nicht wenigstens im Laufen casten kann. Das wäre toll. Aber naja. Für der andere steht da so weit da oben. Den nehmen wir auf den Rückweg mit oder so. So. Okay. Wunderbar. Nix da. Ach ja, Leute. Habt ihr schon alle Weihnachtsgeschenke? Weil Weihnachten steht ja nun wirklich vor der Tür. Und ja, es dauert nicht mehr lang. Ich glaube, diese Woche noch. Ja, im Prinzip erster Advent ist der schon. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich habe das voll, also habe das voll nicht im Blick. 1. Dezember ist auf jeden Fall irgendwann nächste Woche. Ich glaube, erster Advent ist ja auch schon. Ja, müsste eigentlich, wenn ich richtig rechne. Naja, dann ist das so. Bin da voll desinformiert. Naja. Das liegt halt auch zum Teil daran, dass ich momentan ein bisschen überarbeitet bin, arbeitsmäßig. Hast du nicht gesehen. Das ist jetzt gerade doch ein bisschen ungünstig, in Anführungsstrichen. Wenn du halt ständig K.O. bist und ja ständig keinen Bock hast und die niedrige Freizeit, die du hast, dann irgendwo anders hingehst und dich nicht mal wenigstens hier ein bisschen auf dein Hobby konzentrieren kannst. Das ist dann, ja, teilweise doof. Aber nichts zu ändern ist halt so. So, zwei Spürchen noch. Da gebe ich dir die Spuren hier. Dann geben wir noch ab. So lautet der Plan. Abgeben und fertig. So. Na komm, Dankeschön. Spure haben wir. Höh. Gedächtnisverlust. Höh. Aha, aha. Quest beenden. Der. Ah, du willst mich doch verarschen. Guck dir das mal an. ja. Also kürzer ging es gar nicht hier. 99,99% wahrscheinlich so in der Dreh. Na gut, vielleicht schaffen wir es ja nebenbei mehr oder weniger beim Questen oder beim Quest machen, die Quest abzugeben. Das wäre ja auch nicht schlecht. Weiß gar nicht, wie viel XP man da braucht. Für das bisschen noch. Das wird schon auf ein bisschen mehr sein, denke ich mal. Aber ja, kann ja sein. Es sei denn, ich sterbe hier. So, wollte gerade sagen, ich habe mir mal wieder ein paar zu viel aufgebürdet wahrscheinlich. Aha. Aha. So. Und dann einmal so. Und hier du drauf und Blinks. Sehr schön. So, du und du. Und dann erstmal die Spure da hinten noch sammeln. Ja, also im Prinzip sieht der Balken voll aus, ne? Kann man nicht anders sagen. Ich mach mal noch eine Runde hier. Ich hole mir noch die paar Möpse da unten. Vielleicht, ja, vielleicht gibt es dann einen, ja, Level Up. Mal gucken. Das entscheidet sich jetzt. Schaffen wir den ab? Oder wird es zu knapp? So, flupp. Also der war es schon mal nicht. Der war es auch nicht. Der war es auch nicht. Der war es auch nicht. Der nicht. Und der auch nicht.
rum. Okay. 666 Erfahrung bekam ich so ungefähr. Und wir brauchen noch... naja, gut, ein paar Möpse müsste ich schon noch hauen. Wahrscheinlich während die Quest fertig ist, oder wenn die Quest fertig ist, wäre ungefähr Level Up. Aber, ja, man sieht ja, verdammt knapp. Naja, nichts zu ändern dran. Wir machen jetzt erstmal Feierabend. Ja, wir sehen uns nächstes Wochenende wieder, zumindest die Niete. Den Rest, die restlichen Folgen gibt es ja unter der Woche sowieso, die mit Bolzen. Ja, ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Hey, will hier gerade verabschieden, lasst das. Kann ja wohl nicht wahr sein, ja. So. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Restwochenende. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wo wir dann noch den Pökülspielsporen hauen. Entweder vorher oder dann Level Up haben. Werden wir sehen. Leute, bis zum nächsten Mal. Bis denne. Tschüss.